Ich hab doch nur Eiswaffeln erwähnt. Die Eiswaffeln sind scheiße, Nein, da oben. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Du kannst ruhig reden, ich rede doch nur über die Eiszapfen da oben. Du warst doch vorhin auf dem Balkon raus gewesen, hast du gar nicht da gesehen? Da war es noch nicht. Da war es noch nicht, nein, ne? Nein, das ist jetzt erst gekommen. Die Wolke auch hier vorne, die. Ich sehe sie nicht, Baba. Ja, Scheiße! Und das wird beim Video. Oh, meine Haare sind voll. Mama, bitte hilf mir. Oh Mann. Den Server kann ich ja leicht mit meinem Blower abwischen, mit meinem Blower putzen, aber das auf dem Boden kannst du nicht mit meinem Blower abputzen. Vorsicht, hier nimm mal eben die Haare, für die Haare, nimm mal eben das Handtuch. Nein, die Haare sind schon wieder okay, hey. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Die Krähe, ne? Ja. Die bin ich's getan, die kann Vorsicht. Mich mal. Nein, lass es bitte. Das ist gefährlich, Baba, ich stehe genau da drunter, spinnst du? Ich hau das nach hier weg. Boah, das ist ja schon krass, ey, sowas. Das ist gefährlich mit den Eiszapfen. Ich weiß noch, wie Papa. Oh, siehst du? Ja, ich weiß noch, wie Papa den Kitsch habe ich damals von Eiszapfen gerettet hat, vor der Haustür, vor der Horstnudler. Wo er doch Nudler gewohnt hat. Da war doch vor der Haustür riesiger. Wo er doch Nudler gewohnt hat. Da war doch vor der Haustür so ein riesiger Eiszapfen gewesen an der Decke. Ja. An der, ach, so. Der Papa hat mich damals auch davor gerettet. Der Papa Kitsch habe ich damals auch davor gerettet, weißt du es doch? Der hat mir das Leben gerettet. Der dicke, fette, große? Ja, pass auf, der hängt noch ein Stück, ich krieg das wieder. Ist da Gipfelster was zu sehen? Und Mama? Gut, aber nicht die Kotze vor mir. Hol ich doch die Kotze. Du wolltest draußen zusammen gucken. Du wolltest doch zusammen draußen zusammen gucken. Mama, wir wollten das draußen zusammen gucken. Wir wollten das dann draußen angucken, das, den bunten Himmel da, was es ist. Diese Reptiliten, Bette, Fred, Stinkekoll, Kindergartenkoll, Kingkoll, Betzin, Fred, Stinkekoll, Kindergartenkoll, Königkoll, kam ich mit seiner Armbrust, Schusspaffe, sein Königszettel, sein Königsrum, sein Königsrum, sein Königszettel, seine Schusspaffe, Armbrust, da kam ich mir echt kreuzweise. Der Himmel ist viel schöner. Den Himmel anzuschauen, den Himmel aufzunehmen, den Himmel zu filmen, den Himmel davon Videos zu machen, den Himmel zu fotografieren, ist viel schöner als dieser hässliche Reptilit aus USA von Ben 10. King Gold, König Gold, Fred. Der so dämlich und blöd ist, der nichts kann, der nichts taucht, der gleichzeitig Mörder ist, der mich mit seiner Armbrust töten, ermorden, der auch gleichzeitig Mörder ist, der mich mit seiner Armbrust... Oh, Vogel! Vogel, Vogel, Baba. Ja, klein. Nein, eine Krähe. Hast du den Vogel gesehen? Ja.
nochmal dämme ich auch noch mit seiner Armbrust. Damit dämme ich mit seiner, der auch noch mit seiner Armbrust, damit mich. Der auch noch mit seiner Armbrust mich damit auch noch töten, umbringen oder morden will, erschießen will, abknallen will, erledigen will. So ist es. Das will der Reptilie bitte. Die Goldbezirkirch Goldfred, wie der heißt. Dieser dumme, dämliche Reptilie von Bertin. Auch mit mir gemacht haben. Mit seiner Armbrust. Mich zu töten. Mich zu umzubringen. Mich zu töten. Mich zu morden. Mich zu erschießen. Mich abzuknallen. Mich abzuknallen. Mich zu erschießen. Mich zu ermorden. Ich habe Schneegänse gehört, Mama. Guck mal, wo die sind, bitte. Ich höre Schneegänse. Weißt du, wo die sind? Nein. Wenn der sitzt da hinten in der Nöldstraße vorbei. Wenn der sitzt da hinten in den Nöldstraßengebäude vorbeigeflogen, richtig? Nein, kann man nicht sehen. Nein, wegen dem Wald, ne, wegen dem Berg, ne? Ja. Weil die ja braun und schwarz sind, weil die ja schwarz und braun sind. Weil die ja schwarz und braun sind, ja. Weil die ja braun und schwarz sind, ne? Kann man ja auch nicht sehen, ne? Nein. Aber die sind da ganz weit hinten geflogen, ja. Ganz an den Berg vorbeigeflogen, an den Berg mit dem Wald vorbeigeflogen. Ja, sind ganz weit hinten, ganz da, an den Berg mit dem Wald da. An den Wald da mit dem Berg da, Wald da mit dem Berg da. An den Berg mit dem Wald da vorbeigeflogen, ne? Sie konnte aber die auch nicht sehen, ne? Ja. Aber das gehört hast du ja, ne? Ja. Du hast ja gehört, ne? Ja. Komm, wir können weiter gucken, ne? Hier ist ja schon blau im Himmel, bist du da oben, siehst du? Aber nicht Ich wollte doch mal gucken, Mama. Ey, wolltest du mich angreifen, hätte ich dich getötet. Weißt du das? Blödes Monster, Vieh. Krähe. Die kam wieder vom Palastbalkon runter, ne? Ja. Die wollte mich wieder angreifen. Ja, schlimm, die weißt du, hätte ich das getan, ich hätte sie vom Himmel runtergeholt. Mit einem Messer oder so, ist mir scheißegal. Die sind trächtig und dann greifen die an. Ich habe nichts gemacht mit der Krähe, die brauche ich nicht anzugreifen. Hast du das, wenn die vom Himmel runterkommen, von da runterkommen? Und von das Balkon runterkommen, ja, die Krähe, ja? Aber nichts machen.
Oh, das ist der Amselbaum, den habe ich gar nicht gesehen, sorry. Aber hier ist auch ein Baum gesehen, die Amsel, ne? Das ist hier vor dem Baum, die Amsel. Ja. Hast du gesehen, ne? Ja. Ich habe die nicht gesehen, tut mir leid. Lustig, die Wolken, ne, die so bunt sind, ne? Hallo, Vogel, Taube, Krähe. Schön, ich durfte auf der Wiese auch ein Vogel verscheucht, schön. Gut, auf der Wiese war auch ein Vogel gewesen, war das der Krähe oder der Amsel? War eine Krähe. Nee, eine Amsel. Eine Amsel war das. Was ist der Krähe? Eine Amsel. Was ist der Krähe oder der Amsel? Und das eine war eine Taube auf der rechten Seite, die vorbeigeflogen war, richtig? Ja. Oder war es eine Schneegans? Nein, war eine Taube. Taube oder Krähe? Taube. Oder Schneegans? T-A-U-B-E. Schneegans oder Krähe oder Taube? Was hab ich gesagt? Taube, Krähe oder Schneegans? Was hab ich gesagt? Schneegans, Krähe oder Taube? Was hab ich gesagt? Taube. So. Ich meine, das wäre eine Schneegans gewesen. Nein, war keine Schneegans. Hast du auf der rechten Seite den Vogel auch vorbeifliegen gesehen? War eine Taube. Hast du den Vogel auf der rechten Seite auch fliegen gesehen? Ich will nicht länger draußen auf dem Balkon sein, du weißt doch, wegen dem Mörder. Reptilien mit dem König Golfrät. Das ist ein anderes Schusswaffe, das kommt nämlich vorbei. Mit dieser dicken, fetten Jägerklamotten. Hier, Habus-Satamus-Klamotten, die er hat. Ganz ehrlich, dann wäre er jetzt schon längst hier. Dann seit einer Woche. Mit sehr dicken, fetten Jäger-Habus-Satamus-Klamotten, was er bei einem kalten, richtig arschkalten, frostigen Schneewetter anzieht. Einen richtigen, frostigen, arschkalten Schneewetter anzieht. Was er bei einem richtig sehr Arsch, frostig, kalten Schneewetter anzieht, ne? Richtige, dicke, feste, dickere, festere, dicke, fette Tarmuster, Jägerklamotten. Jäger, Tarmuster, Habuster, Klamotten. Der wäre schon längst hier. Hm? Ja?